Hallo Leute, herzlich willkommen im Dörnrell-Wassenaar in den Niederlanden. Der Park hat schon seit 1935 offen. Gut, so alt bin ich noch nicht, keine Sorge. Ich kenne ihn aber noch aus meiner Kindheit. Und hier fahren ganz coole Fahrgeschäfte, zum Beispiel ein Eurofighter namens Falcon. Hier fährt die berühmte Wasserbahn Splash, der Name ist Programm. Hier fährt ein Skyfly, hier fährt ein Gerstlauer Family Coaster. Ja, insgesamt ist der Park, sage ich mal, so mittelgroß. Und es ist, was der Hansapark in Deutschland ist, nämlich der Erlebnispark am Meer. Das ist der hier in den Niederlanden. Dörnrell ist ebenfalls direkt am Meer. Allerdings fehlt ein Hochfahrgeschäft, deshalb sieht man das Meer nicht. So, viel Spaß mit dem Video. Was? 90 Minuten parken gratis? Ja. Komm, 3 Achterbahnen schaffst du. Der Count zählt. So Leute, wir sind schon drin. Wir haben vor 3 Minuten das Auto geparkt, sind jetzt zur Kasse vor. Die haben dann schon ein bisschen früher als eigentlich geplant aufgemacht. Das ist hier alles so schön unkompliziert. Barcode hingezeigt oder QR-Code, um genau zu sein. Tick, ein nettes Lächeln. Fertig. So, auf geht's. Zu meiner Zeit haben die Mülleimer hier immer gesprochen. Ja, das Einwurfloch ist ja so ein Froschmaul. Und die haben immer gesagt, ihr Papier, Papier hier. Das ging in einer Tour. Hast du schon auf 20 Meter Entfernung gehört, wenn gleich ein Mülleimer kommt. Aber der hat eben nicht gesprochen. Wir fangen heute mal ganz klein und gemächlich an mit dem Wunderland. So, da ist es. Oh, Baron von Münchhausen. Ein Man Schlaf- kennt mich auch als den Lügenbaron. Manneken Piss. Ja, danke schön. Die Attraktion dahinter mir, also nicht die Schiene über mir, sondern dahinter, diese steile Rutsche, nennt sich Aquashoot. Und abgesehen davon, dass das Teil tierisch Spaß macht, kann es auch sehr schmerzhaft sein. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal hier, da ist mein geprelltes Steißbein gerade verheilt. Und da bin ich, blöd wie ich bin, natürlich auf diese Rutsche und unten, wie gesagt, wenn du dann ankommst am Ziel, das ist schon relativ druckvoll. Und da hat es dann nur Knack gemacht und mein Steißbein war wieder hin. Weiter geht's zu den Action-Attraktionen. Dörnrell hat ein Riesenrad, das kenne ich auch noch nicht. 16 Gondeln und genauso viele Meter hoch. Hier, Papier. Es gibt sie doch noch. Papier, Bier. Genau. Hier, Papier. So, das ist für mich eine Kotzmaschine, die ich nicht vertrage. Dann ist der Tag gelaufen. Und ich habe es schon mal ausprobiert, Leute. Also ich weiß, wie sich das anfühlt. So, hinter mir der Gerstlauer Eurofighter Falcon. 22 Meter hoch, 362 Meter lang. Es geht los. Alles gut, er ist fest, ja. Dragonfly ist ein Gerstlauer Family Coaster von 2012, absolut baugleich mit der Cobra des Amun-Ra in Belantes. Dilly fand die Bahn nicht so toll, hat sie heiße Ohren gekriegt. Die Bügel sind nämlich genau neben ihren Ohren. Ach, da oben sogar noch, ja.
Ja, das war nicht angenehm. Ich fand die Bahn cool. Klar, bei mir ist der Gurt natürlich auch hier an den Schultern. Ich fand's geil. Und schön, es ist ja trotzdem immer wieder. Wow. Ich finde den Eurofighter hinter mir weniger intensiv als der Dragonfly. Das sieht immer so gefährlich aus, ne, durch diesen senkrechten Lift. Aber danach ist die Fahrt eigentlich ja ganz normale Achterbahnfahrt. Aber die eben, die war cool. Hinter uns ist die Kicker-Achtbahn, zu Deutsch die Froschachterbahn. Ein klassischer Zira-Tivoli-Latsch, also eine Marienkäferbahn, würden wir in Deutschland sagen. Guck mal, drei Trichter in einer Rutsche verbaut. Das wäre doch was für dich. Du kippst da immer um mit dem Reifen, ne? Ich hasse Trichter. Da war man nicht uns einmal etwas an den Bein verletzt. Aber wir sind mit Reifen runtergekommen. Ich bin auch schon ohne Reifen. Ja, erst ihr, dann der Reifen. 10 kleine Puffertjes für 6,50 Euro. Das nenne ich mal ein Schnäppchen, wa? Die Box ist ja dreimal größer als der Inhalt. Der Park ist pickepacke voll. Klar, hier sind auch Übernachtungsgäste und ich meine, die haben ja jetzt nicht so viele Fahrgeschäfte, als dass ich das hier schön verteilen könnte. Ich glaube, ich muss mal ein Video machen über meine Top 10 Riesenräder. Boah, ist bestimmt schwierig, das zu entscheiden. Aber uns ist gerade aufgefallen, wir haben schon so einige Fahrten im Riesenrad vorzuweisen, also in verschiedenen Riesenrädern. Wir sind gerade die Letzten in der Schlange bei Splash. Warum sind wir immer die Letzten? Die Langsamsten sind immer vorne. So, jetzt geben wir uns hier nochmal den Splash. Wir gehen jetzt auf den Rutschenturm. Ich will rutschen, klar. So, wir verlassen das Dönrail Wassenaar. Ja, also ein Hochfahrgeschäft fehlt, wenn ich das mal so sagen darf. Ein Aussichtsturm oder besser noch ein Freifallturm. Und vielleicht nochmal eine neuere Wasserattraktion. Ansonsten ein sehr angenehmer, kleiner, feiner, mittelgroßer, kleiner, feiner Park. Da sind wir wieder gleich am Auto. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.